Willkommen zusammen zu einer neuen Folge von OMSI 2, dem Omnibus-Simulator, zurück auf der Map Palma de Mallorca. Und es hat einige Skandälchen gegeben mit dieser Map und dem Entwickler. Da gab es einige Auseinandersetzungen. Es gab viel Kritik, es gab viel positives Feedback. Es wurde heiß diskutiert. Und wir gehen das heute mal wieder ganz entspannt an und setzen uns hier in unseren Bus, Zup, und dann machen wir den Motor an und ich sage euch ein bisschen was dazu. Ich wurde nämlich auch kritisiert, dass ich zu wenig kritisiert habe an diesem Bus. Und ja, das besprechen wir heute alles ein bisschen. Ah, perfekt, der rollt schon mal, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. So, Fahrplan habe ich schon ausgewählt. Wir fahren heute von die Linie 15 von El Arenal in Richtung... Sehen wir gleich. Habe ich wieder vergessen. Kurzzeitgedächtnis. Ist nicht so meins. So. Wir fahren auch mit einem Gelenkbus. Können uns den auch gerne nochmal von innen anschauen. Dann seht ihr den nochmal. So, zup. So. Gut. Genau, so sieht er von innen aus. Diese Fahrer, den ich hier gerade mache, so ein Fahrer hasse ich ja im Winter, ne? Der an der Haltestelle ankommt. Es ist saukalt draußen, regnet im schlimmsten Fall noch. Der Fahrer, der kommt an, macht die Türen aus und auf, lässt die Leute raus, macht die Türen zu, lässt die Leute nicht rein, sitzt auf seinem Platz und macht nix. Entspannt sich einfach. Kann man ja nicht machen, wenn die Fahrgäste drin sind. Naja, gut. Aber solche Leute, die finde ich immer wieder klasse. Also. Und es gibt echt viele Busfahrer von denen. So. Aber auch hier sieht man wieder, das ist jetzt hier nicht das Tollste irgendwie, der Bus. Aber das ist auch. Also der ist solide gebaut, ne? Der Bus kommt irgendwie zur Map dazu, das habe ich ja schon mal so gesagt. Und ich denke mal, so ist es auch. Also. So, Initial Vendedor. 1805 und 96, ah, da haben wir uns verklickt, 9691, zack, Numero del Curso, wir fahren hier die 01502 oder 01, 01502, ist das jetzt, Platja de Palma, ich glaube es ist eher, die 021. Zup. Ja. Die Leute geben mir recht. Hallo. Hallo. Ich grüße Sie. Guten Tag. Guten Tag. Ja, ich finde es immer noch ein bisschen komisch, dass die Leute hier, dass hier wirklich nur Deutsche sind, also dass hier nur Deutsch gesprochen wird. Aber da steckt man nicht drin. Ausgegeben. Vielleicht haben wir heute. Hi. Vielleicht ist das eine Seniorengruppe aus. aus Deutschland, die hier einfach mal insgesamt hier die ganze Insel belagert hat. Welchen Fahrschein können wir dem Fahrgast heute andrehen? Hallo. Was war das? Muss ich mir gleich nochmal anhören. Ich habe den ganzen Monolog hier vorgetragen. Muss ich mal kurz. Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit. Dann stelle ich die mal vor, die Uhrzeit. Ja, es tut mir leid, dass jetzt irgendwie wenig OMSI kam, aber es war zeitlich wirklich so knapp bei mir. Deswegen wirklich so immer so von einem Termin zum anderen gesprintet und zwischendurch immer so den Kram gemacht, der halt noch gemacht werden muss. Vor Weihnachten ist immer sehr viel Stress. Der typische Weihnachtsstress. Übrigens, hier geht natürlich auch von außen. Hier gehen die Türen auf, ne? Also, jetzt mal gerade drauf gedrückt. Seht ihr, glaube ich, nicht, weil ich die Maus nicht aktiviert habe, aber. So. Eine Minute haben wir noch. Will da jetzt noch irgendjemand einsteigen? Können auch mal ordentlich durchlüften hier. Und vielleicht lassen wir uns ja beeindrucken von dieser Movie-Star-Werbung. Verlockend auf jeden Fall. Ich würde es kaufen. Was auch immer da angeboten wird. Sieht aus wie irgendwas mit Handy. Irgendwie Musik oder
Oder Film oder so? Movie-Star? Wäre er Film? Man weiß es nicht. Was ist das denn hier? Entdecke ich jetzt gerade erst. Hier in der Mitte sitzen so ein paar Leute bei ihrem Bier. Und hier rechts kann man dann sich einfach hinlegen. Ich glaube, es ist für die Busfahrer, wenn die hier Pause machen, dass die sich einmal hier kurz... Bin ich fest von überzeugt. Muss so sein. So. Dann fahren wir mal. So, das soll eine relativ lange Linie sein. Oh, hier haben wir schon die nächste Haltestelle. Wer hat sich das denn ausgedacht? Dos. Ah, Dos. Zwei auf Spanisch. Ja, ihr wisst ja, ich hatte kein Spanisch. Hier natürlich die legendären, seriösen Strandläden. Top-Qualität. Da wird einem immer der größte Blödsinn angedreht. Oder am besten finde ich immer die Leute, die am Strand so... mit ihren Handtaschen, Sonnenbrillen... Ich weiß nicht, was die sonst noch so alles dabei haben. Da rumgehen und dann, ja, ihren Kram da an den Mann bringen. Und die sind erfolgreich. Übrigens hier links, die Leute sind neu. Mir gefallen sie nicht ganz so gut, weil die sind nicht ganz so gut. Die sehen von weitem ganz okay aus, aber die sind nicht ganz so gut ausgeschnitten und so. Das sieht nicht ganz so hübsch aus, aber ist besser, als wenn gar keine da sind. Finde ich. So. Ich kann es schlecht. So. Okay. Und dann gebe ich 50 zurück. Hallo. Hallo. Hat aber streng hier. Streng Ton angeschlagen. So. Wir dürfen 20 fahren, da sind wir schon ein bisschen drüber. Aber wir wollen ja auch nochmal ankommen heute. Und fahren wir weiter an dem Strand entlang. Was ist das jetzt? Ach, Balneari 4. Müsst ihr mir mal... Ich weiß leider nicht, was Balneari heißt. Da hätte ich mich vielleicht mal informieren können. Ich wusste nicht, dass die Haltestelle hier so heißt. Wenn ihr das wisst, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Würde mir sehr, sehr helfen, um das so ein bisschen zu verstehen. Ich denke mal irgendwas mit Strand, ne? Aber ich weiß es natürlich nicht. Oder Promenade, oder keine Ahnung, ich weiß. Alle Monatskarten. Da verdiene ich doch nichts. So. Ja, da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das mit dem Gelenkbus schaffen sollen. Da habe ich, glaube ich, ein bisschen weit ausgeholt. Ein bisschen zu... Ja. War blöd, weiß ich selber. Eigentlich bräuchte ich jetzt einen Einweiser, habt ihr mir mal gesagt. Aber ich habe letztens eine lustige Situation gesehen. Ich glaube, das hatte ich mal erzählt. Wieso? So, jetzt aber. Ja, das war klar. Ja, das war die Lichthupe. Aber so schaffen wir es. So sollte man, also es ist jetzt wirklich nicht so gut gewesen. Aber ich habe schon lange kein Omsi mehr gespielt, das merkt man jetzt. Ich bin wieder richtig raus hier. So, aber ich möchte euch natürlich jetzt noch ein bisschen was zu der Kritik an mir und meinem Kommentarstil und sowas sagen. Folgendes, mir wurde vorgeworfen von anderen Let's Playern zum Beispiel, dass ich zu unkritisch mit der Map sei. Und
Das ist natürlich immer, ich nehme das sehr, sehr zu Herzen, das wisst ihr ja. Ich gucke auch immer euer Feedback durch. Das war erstaunlich positiv. Also es gab natürlich schon einige, die auch schon geschrieben haben, ja, ist jetzt nicht so mein Fall, aber, und das dann auch begründet haben, aber es gab... der fährt wie eine Sau, du. Jetzt bin ich hier so... Ich sollte nicht so viel sprechen. Aber gut, ich möchte es euch noch erklären. Was ist das denn? Entschuldigung, liebe Damen und Herren, liebe Fahrgäste, ich müsste mir mal kurz einen Cocktail holen. Entschuldigt mich. Genau, ihr habt mir gesagt, ich war so unkritisch, beziehungsweise ihr nicht, sondern nur ein paar von euch, beziehungsweise andere Let's Player. So, dazu muss man wissen, ich bin ja nie derjenige, der in der ersten oder zweiten Folge direkt auf so ein Ding draufhaut und sagt, das und das und das und das und das ist scheiße, sondern ich sag das, was mir auffällt, und ich muss sagen, Palma de Mallorca kommt bei vielen ja nicht so gut an, das habe ich mittlerweile schon mitbekommen, aber es macht mir zum Beispiel mehr Spaß als Rheinhausen, weil hier auch mal engere Straßen sind und so. Das ist so ein bisschen, die Herausforderung ist gegeben. Klar ist das qualitativ nicht so gut, ich habe mich, da muss man jetzt auch vielleicht nochmal, ich habe mich nochmal mit ein paar Payware-Entwicklern zusammengesetzt, die mir dann auch erzählt haben, warum Mallorca qualitativ nicht so gut ist. Das hat was mit der Bauweise zu tun. Entschuldigung. Liebe Fahrgäste, wir müssen nochmal stoppen. Darf man in Spanien so parken? In Deutschland darf man es nicht. Naja. Jetzt hätte ich nochmal die Polizei gerufen hier. Nee. Jetzt geht mir die aber schon ein bisschen auf den Senkel, die Musik hier. Was ist das denn für eine Musik? Die geht auch gar nicht weg. Wir können jetzt noch bis zum Ende der Karte fahren. Die wird bleiben. Nee, genau. Ich bin nie so einer, der in der ersten Folge sagt, das und das und das ist blöd. Und so schlecht finde ich die Map auch nicht. Aber ich gebe euch in einer Kritik recht. Die ist zu teuer, die Map. Man kann die nicht für 30 Euro verkaufen. Das geht nicht. Bei Gladbeck hatte man so viele Linien, da kann man sagen, okay, ist vielleicht noch gerechtfertigt. Das waren ja auch ganz, ganz viele unterschiedliche Linien. Da gab es auch noch Straßenbahn und so. Also es war ja ein riesiges Ding. Da kann man sagen, okay, da war auf jeden Fall viel Masse. Aber jetzt ist hier ist zwar auch viel Masse, aber nicht so hohe Qualität. Und dann könnte man sagen, okay, für Aachen, was enorm hohe Qualität hatte, aber wenig Masse, nimmt man 20 Euro. Und für Mallorca, was nicht so eine ganz hohe Qualität hat, aber mehr Masse, nimmt man auch 20 Euro. So, das wäre so meine Idee davon, von der Preisgestaltung. Ich denke, dann wäre es fair, dann würden sie es auch mehr kaufen. Aber mit dem Preis finde ich es zu teuer. Ihr könnt mir da widersprechen, vielleicht habe ich auch irgendwas nicht beachtet oder so. Das könnt ihr mir ja mal sagen, aber genau, das ist so mein Eindruck. Naja, aber trotzdem. So, und damit ist es das eigentlich auch schon. Damit wollte ich nur mal kurz auf die Kritik eingehen und auch sagen, ich sehe mir sehr, sehr viele Videos an und ich bekomme dann auch meistens mit, wenn ihr das kritisiert. Und es ist ja auch gut, dass es kritisiert. Aber ich wollte es nur mal vielleicht an der einen oder anderen Stelle gerade rücken. Und gerade von der Objektbauweise oder so habe ich halt auch nicht, oder von der Map-Bauweise habe ich auch, halt auch nicht so viel Ahnung, weil ich nie eine Map gebaut habe und ich kann auch keine Map bauen. Das dauert ja auch, bis man sich da eingearbeitet hat und so, und ich will auch keine bauen. Dann ich kommentiere das so, wie ich das sehe, und ja, gehe dann auch immer, orientiere mich immer an eurem Feedback und genau. Wird das heute noch was mit? Ja, jetzt werden wir mal nicht frech hier, ne? Ja, das ist ja auch, da ist die Tür. Ja. Ich habe mir vor ein paar Tagen wieder Stromberg angeguckt, aber nur eine kurze Sequenz, aber hört man jetzt vielleicht. Das war jetzt gar nicht so nett.
von der Frau gerade. Ich meine, ich komme auch nicht hier in den Laden rein und sag. Hier. So. Recht ihn zu fahren. Du grenzt ja an Körperverletzung. Ja. Will ja so weit aussteigen. Sie Stromberg war eine der besten Serien, die ich. Ist ja unglaublich hier. Der Motzerich da, der geht mir echt auf den Senkel. Hier kommt einmal ein Profi in den Bus, nimmt sich hier so einen Gelenkbus und sagt, okay, ich befördere euch. Dann muss er sich sowas anhören. Naja. Boah. Jetzt steigen die echt alle aus. Es könnte aber vielleicht auch an der Musik liegen. Gut, wie es weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich Tschüss!